Ja, worum geht's? Es geht quasi darum, einen Bauplan eures Unternehmens, eures Business zu machen. So. Und ich habe hier mal dieses Bild gewählt, weil das von dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale reingeht. Also erstmal malt man was auf Papier, dann wird hier langsam Modell draus. Und es wird zum Leben erwacht und irgendwann wird mal ein richtiges Haus draus. Und das einfach nur aus der Idee, die mal auf Papier skizziert wurde, wird mal ein großes Haus und ähnlich ist es beim Business. Jetzt haben bestimmt einige von euch auch schon mal einen Businessplan gemacht. So. Und das ist, würde ich sagen, das alternative oder weiterführende Instrument. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Startups, Unternehmensgründung und früher gab es noch kein Business Model Canvas am Anfang. Da hat man immer lange Businesspläne geschrieben. So, da hast du 10, 20 Seiten Unternehmensbeschreibung und einen Monat später oder vielleicht sogar eine Woche später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und du musst das Ding wieder umschreiben. So. Dann gab es schon vor einigen Jahren aus den USA kommt, von Osterwalder kommt, dieses Modell eines Unternehmens in neun Felder, neun Teile zu unterteilen. So, und das ist State of the Art immer noch im Gründungs- und Startup-Bereich und löst auch an vielen Stellen immer mehr den Businessplan ab, beziehungsweise ist eine Vorstufe dazu. So. Ich werde gleich mal ein paar Beispiele zeigen, einfach und ausführlich, damit ihr es euch vorstellen könnt. Aber vorab einmal ihn zu Wort kommen lassen. Richard Branson, der sehr, sehr viele Unternehmen gebaut hat und gegründet hat. Und ich liebe Zitate von ihm. Und eines hier ist eben, dass Komplexität was für Fools ist und dass es darum geht, Dinge einfach auf den Punkt zu bringen. Und ich finde, das passt ganz gut zu dieser Methode, die wir früher, ja, hier mal ein Bild aus der Vor-Corona-Zeit als Workshop noch im Seminarraum gemacht haben. Und mittlerweile ist das ja alles online. Wir sitzen ja selbst alle hier vorm Bildschirm. Und nur mal zur Veranschaulichung, wo das herkommt. Canvas heißt Leinwand übersetzt. So. Und ursprünglich wurde die Methode entwickelt, um wirklich an einem großen Papier an der Wand, an der Leinwand, ein Geschäftsmodell zu skizzieren und durchzudiskutieren. So. Und ich habe bewusst dieses Bild genommen, weil ihr seht, hier sind manche dieser neuen Felder ganz gut mit Post-its gefüllt und manche sind noch etwas jungfräulich, wo nur ein oder zwei Post-its hängen. So, das ist allein schon das erste Anzeichen, dass das Geschäftsmodell hier noch nicht fertig, noch nicht rund ist. So, weil das erste allgemeine Kennzeichen ist immer, diese Leinwand wird vollgetackert mit Post-its oder, wie wir gleich sehen werden, eben einfach auch mit Text oder virtuellen Post-its, was es natürlich auch gibt. Ich zeige euch am Schluss auch ein paar Tools dazu. Vom Grundgedanken und Aufbau her, was steckt hinter diesen neun Feldern? Wir haben die rechte Seite, die beschäftigt sich mit dem Außen. So. Also das Unternehmen zum Kunden, zum Markt hin. So, da geht es Nummer eins darum, welche Kundensegmente habe ich? Bin ich B2B? Bin ich B2C? Bin ich Nische? Bin ich Massenmarkt? Wer ist meine Persona oder meine Personas, meine Customer-Avatare? Oder welche Sinusmilieus oder was auch immer, wie wir uns den Kundensegmenten nähern können, wollen. Da gibt es ja verschiedene Ansätze, auf die ich jetzt aber hier nicht eingehe. Und was sind denn die Werteversprechen bzw. die Nutzen, die Benefits, die ich den Kundensegmenten oder meinen Lieblingskunden stifte? Also welche Pains haben die, welche Probleme löse ich denen? Mal anders formuliert. So. Und dann kommt es eben zu Kundenbeziehungen im besten Fall, wenn ihr diese Kunden erreicht. Und wie sind die Kundenbeziehungen ausgestaltet? So. Und drunter seht ihr die Einnahmestruktur. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein 49-Euro-Produkt habe, aber eine Kundenbeziehung, die darauf baut, dass ich eben 2 Stunden mit einem Kunden Akquise und Einführung mache, dann passt das irgendwie nicht. Ja? Also die Kundenbeziehung muss eben auch zu den Einnahmen passen und eben die Kundensegmente zu den Wertversprechen, also dieser Product-Market-Fit. Aber das sehen wir alles gleich. So, und welche Kanäle kann ich nutzen, um die Kunden zu erreichen? So, das Feld in der Mitte. Diese Felder nach außen.
Und die anderen Felder auf der linken Seite beschäftigen sich mit dem Innen, nämlich mit dem Unternehmen, seinen Prozessen, die verwendeten Ressourcen und die Kosten eben, die dafür anfallen. Also ihr seht links unten Kostenstruktur, rechts unten die Einnahmenstruktur. Also vom Kunden, vom Markt kommen Einnahmen und unternehmensintern werden Kosten produziert. Sowohl für die Leistung, die ihr selbst erbringt, für den Kunden, mit dem Kunden, als auch natürlich die Kosten, die ihr selbst als Unternehmer verursacht. Ein alter Kollege von mir hat immer gesagt, sehe ich einen Gründer, sehe ich einen Fixkostenblock. So gehört auch zur Kostenstruktur mit dazu. Also, das dazu. Und hier nochmal eine Übersicht, die ich mal gebaut hatte, zu ein paar Kernfragen. Also, rechts angefangen, ich hatte schon gesagt, wie positioniere ich mich? Habe ich meine Nische gefunden? Bin ich B2B? Bin ich B2C? Also wem löse ich Probleme im Endeffekt? Welche Werte schaffe ich? Das ist beim Ausfüllen her hier dieses ganz rechts, dieses Kundensegment und dann in der Passung dazu, in der Mitte diese Nutzen und diese Werte, die ich stifte. Ja? Und im besten Falle, von der Reihenfolge her, fangt ihr hiermit an. Im Normalfall. Und dann guckt ihr, welche Kundenbeziehungen pflege ich, wie kostenintensiv sind die, welche habe ich vielleicht schon, welche Marketingkanäle nutze ich und was kommt dann Ertrag raus. Und dann geht es auf die linke Seite, beschäftigen wir uns mit Schlüsselpartneraktivitäten, Ressourcen und den Kosten daraus. Ich kann auch gerne als Vorlage nachher ein paar Sachen hochladen, also Vorlagen, wo ihr diese Fragen auch nochmal findet oder nochmal ein bisschen ausführlicher. Und wir können auch ein paar Online-Tools gleich auch nochmal in den Chat stellen. Vorab möchte ich aber nochmal kurz zeigen. Diese Darstellung mit Pfeilen, die sollen symbolisieren, dass alles miteinander zusammenhängt. Und wenn ich irgendwo irgendwas etwas verändere, in einem dieser Felder meines Geschäftsmodells, dann hat das Auswirkungen auf andere. Deshalb diese Darstellung mit den Pfeilen. Das ist wie ein Uhrwerk. Wenn ich an einem Rädchen drehe, drehen sich auch andere. Oder stellt euch vor, ihr habt ein Schachbrett, wo alle Figuren mit einem Gummiseil verbunden sind und ziehe ich an einem, dann ziehe ich andere automatisch mit. Also das gilt es auch zu berücksichtigen. Und das ist auch ein Grund, warum man erstmal hier mit diesen Post-its arbeitet und die im besten Falle auch durchdiskutiert oder diese einzelnen Punkte und Schlagworte, bevor man einen ausführlichen Businessplan schreibt. Weil stellt euch vor, jetzt habt ihr irgendwie 3, 4 Seiten Text produziert, schön gemacht, gut, ChatGPT hat euch ein bisschen geholfen, es dauert trotzdem Zeit und dann änderst du irgendwas in deinem Geschäftsmodell und dann musst du auch diesen Text wieder neu schreiben. So, von daher erstmal hier das Nutzen zum Visualisieren, zum Diskutieren. Und man kann es auch ausführlich machen. Ich habe mal ein Beispiel von mir, von einem Innovationswettbewerb, den wir gewonnen hatten, also ich noch mit zwei Kollegen. Und da war es Teil dieser Einreichung, einen funktionalen Prototypen zu bauen und aber auch ein Business Model Canvas dazu einzureichen. Also wie sieht das Geschäftsmodell aus? Und das, wie ihr seht, ausführlich. Im Endeffekt ein bisschen länger ausformuliert ist das schon ein Businessplan. Also man kann die kurze Variante am besten in Teams, in Gruppen nehmen, um es durchzudiskutieren, aber gerne auch erstmal mit für sich selbst. Und dann kann man das auch hier detaillieren. So, das kurze Vorrede. Und jetzt erstmal zu euren Fragen oder Verständnisfragen. Und dann, ich stoppe mal die Freigabe, sollten wir uns das einfach mal einem Beispiel anschauen. So, und ich poste noch mal ein, zwei Links rein. Zum einen, also jetzt mal ganz exemplarisch für gründer.de, da seht ihr noch mal so Kernfragen auch aufgeführt. Ihr könnt euch hunderte von YouTube-Videos dazu anschauen. Ich habe selbst auch mal eins hochgeladen, die das erklären. Und noch mal kurz teilen, ein Online-Tool. Also Online-Tools gibt es ganz viele. Nur für die Vorlagen, die ihr so nutzen könnt. Zum einen gibt es, ich hoffe, ihr seht es jetzt, Canvanizer. Da kann man, das habe ich schon sehr häufig und gerne genutzt, verschiedene Canvas-Modelle und dann kann man eben jetzt hier auch in der Free-Version virtuelle Post-its hinkleben. Nebenbei in verschiedenen Farben.
Und Farben sind auch immer noch mal gut, um Ordnung reinzubringen, weil Farben zeigen entweder die Entwicklungsstufen, wenn du mit Gelb anfängst für die erste Iteration und vielleicht dann Grün für die zweite und für die dritte Version dann Blau zum Beispiel nimmt. Oder wenn unterschiedliche Personen dran arbeiten, kann man auch zum Beispiel den unterschiedliche Farben geben. Und dann Canva nutzen ja bestimmt viele von euch, hat ganz viele Business Model Canvas Vorlagen, die ihr nutzen könnt for free. Aber es gibt auch andere, edit.org oder wo auch immer, wo ihr auch kostenfrei digitale Canvas-Vorlagen nutzen könnt. So. Hat das als Überblick gereicht oder ausgereicht oder müssen wir noch ein bisschen tiefer reingehen? Sag mal an. Wenn keiner was sagt, oder seid ihr alle so geplättet? Nee? Okay, gut, prima. Danke für die Daumen hoch. Dann lasst uns doch mal mit dem Beispiel starten. Und bei einer unserer letzten Sessions hat Nina mal gefragt, oder wir haben mit Nina gesprochen, und ob wir das nicht mal hier auch gemeinsam durchdiskutieren wollen. Von daher, Nina, deine Bühne, unsere Bühne, sag doch mal kurz, was du machst und zeig doch mal, wie weit du schon bist. Hallo zusammen. Ja, ich bin Nina und ich arbeite als Coach für berufliche Neuausrichtung und Visionsentwicklung und habe dadurch zwei Zielgruppen. Das eine sind die Menschen, die in ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind, aber noch gar keine Idee haben, in welche Richtung sie stattdessen gehen wollen. Sie wissen nur, sie wollen weg da, wo sie sind. Mit denen entwickle ich, sag ich mal, eine Vision, die nachhaltig ist und langfristig und nicht so dieses, ich hüpfe einfach in den nächsten Job und dann komme ich vielleicht wieder in das gleiche Muster rein. Und das andere sind Menschen, die haben schon ungefähr eine Idee, die können suchen dann noch die Verpackung dafür und wollen auch in die Umsetzung kommen. Also da geht es ganz viel darum, in die Umsetzung zu kommen und dann auch zu bleiben. Und ich schalte jetzt einfach mal mein Canvas frei, wie weit ich gerade bin. Eine Situation, die bestimmt manche kennen oder ihr kennt manchmal bestimmt welche, die auch in so einer Situation sind. So, ihr wisst jetzt, Nina, Expertin dafür. Und jetzt schauen wir mal jenseits von deiner fachlichen Expertise mal auf dein Geschäftsmodell, auf den Bauplan deines Business. So, magst uns oder führ uns doch mal ganz grob durch, damit wir einen ersten Überblick haben. Dann gucken wir mal, wo wir Ja. reingehen. Ja. Also du hattest ja gesagt, dass man eigentlich mit der rechten Seite anfängt dann, ne? Ich habe natürlich jetzt links angefangen. Ich fange jetzt mal rechts an dann. Also da habe ich, das ist dann natürlich ein bisschen kleiner geworden hier, aber sowohl die Menschen für die berufliche Neuorientierung als auch für die Visionsarbeit aufgesetzt. Und da ist mir jetzt neu aufgefallen, dass GründerInnen ja auch schon Visionen häufig haben, aber da vielleicht auch Klärungsbedarf manchmal noch haben oder so diese Verbindung mit dem Zukunfts-Ich, mit dem, wo will ich denn eigentlich mal stehen und wie kann ich von dort rückwärts gucken, wie ich da vielleicht hingekommen bin und so, dass das auch eine Idee sein könnte, deshalb stehen die da neu mit drauf. Genau, also hier habe ich dann quasi aufgeschrieben, diese zwei Zielgruppen, die ich habe. Dann bei dem, was sie, wie die Beziehung quasi ist, also persönliche Unterstützung ist auf jeden Fall gewollt. Eine Vertrauensbasis ist im Coaching extrem wichtig. Und die Möglichkeit zum Austausch habe ich gerade in den Masterminds, zum Beispiel, die ich leite, wo das die hauptsächlich gewünscht ist. Inspiration, Austausch von anderen mitkriegen, sich gegenseitig Wissen und Erfahrung zuwerfen, und an Ideen bauen. Genau. Dann meine Kanäle, bin ich so auf Social Media, hauptsächlich bei Instagram und LinkedIn mache ich so zusätzlich, weil Instagram einfach mehr, ich bin im B2C-Bereich, deshalb sind da, ist es, glaube ich, ganz gut dort. Und ich kann mich persönlich zeigen über die Stories, die es da gibt, um Nähe aufzubauen. Ich habe einen Podcast gestartet, das ist mein Spaßprojekt, sage ich mal, wo ich über das Thema Visionen spreche und mit Menschen einfach, wie sie da hingekommen sind, wie sich ihre Vision entwickelt hat, was sie anderen mitgeben würden. Und ja, bin gerade an dem Projekt Newsletter, aber das ist so ein bisschen, das schleicht. Und offline, hauptsächlich über Workshops oder wenn ich halt irgendwo unterwegs bin und mit Menschen ins Gespräch komme. Genau, das sind so meine Kanäle. So, dann jetzt hier unten. Ja, das sind im Moment, sag ich mal, die Einkommensquellen, die da sind. Mein großes Programm, dann so eine Light-Version davon. Visionsarbeit wie so ein Basic, weil ich da nie weiß, wie könnte ich weiter begleiten. Deshalb ist das so ein Basisprogramm. Danach könnte man schauen.
Und die Mastermind ist etwas, wo Leute tatsächlich dann auch immer wieder dabei sind. Also ich habe Leute, die machen immer wieder auch die nächste dann mit. Weil das so dieses Commitment fördert, auch wirklich dran zu bleiben. Genau. Dann der Mehrwert. Also bei der beruflichen Neuorientierung auf jeden Fall Klarheit, neue Ideen kreieren, neues Selbstbewusstsein darüber auch bekommen, weil die Menschen sich sehr stark nochmal damit beschäftigen, was kann ich denn eigentlich alles schon? Das vergessen die meisten auf dem Weg, gerade wenn sie auch länger in einem Job geblieben sind. Eine neue Ausrichtung und den Übergang in diese Ausrichtung auch schon. Das ist dort und bei der Visionsarbeit hauptsächlich Klarheit, neue Zugänge zur Vision sehen und auch neue Möglichkeiten kreieren. Ja, super. Lass uns hier mal einen Cut machen, bevor wir schon wieder Sachen vergessen. Nebenbei für alle. Ich habe das immer wieder gemerkt in Workshops, in Gruppencoachings, wenn ihr jetzt über Ninas Geschäftsmodell nachdenkt und mit ihr vielleicht nach Ansätzen, Lösungen sucht, ist das indirekt eine hervorragende Brücke, um über euer eigenes Geschäftsmodell nachzudenken. Weil dann schaut ihr indirekt mit ein bisschen Abstand vielleicht auch auf eure Themen drauf. Und ich habe das immer wieder in Workshops erlebt, dass Leute sagten, hey, da kam mir jetzt noch die Idee und die Idee, als ich hier bei dem ganz anderen Geschäftsmodell eben nachgedacht und drüber geschaut habe. So. Also je aktiver ihr dabei seid, desto mehr tut euch auch selbst einen Gefallen. Ich fange mal an und stelle mal zwei, drei Fragen. Customer-Segment ist ja schon sehr schön ausführlich geschrieben, das ausführlichste von allem. Jetzt fange ich nur noch mal in der Konkretisierung an. Was genau ist der Pain deiner Leute oder wie groß ist der, dass sie Geld für deine Leistung ausgeben? Also der vordergründige, spürbare Pain ist, dass sie auf ihrer Arbeitsstelle, ich bleibe jetzt mal bei der beruflichen Neuorientierung erstmal, dass sie auf ihrer Arbeitsstelle absolut unzufrieden sind, entweder durch Umfeld oder dadurch, dass sie einfach diese Energielosigkeit immer mehr haben und da kommt diese Frage auf, da muss doch mehr möglich sein oder nicht? So, das kann es doch nicht gewesen sein. Also ich glaube, der hintergründige Pain ist so diese Angst, mit seinem Leben eigentlich nicht das zu machen, was man vielleicht machen wollte und es zu vergeuden. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den du, jetzt weiß ich nicht, wie du es in deinen Online-, Offline-Auftritten machst, aber den ich auf jeden Fall ziemlich konkret adressieren würde, weil ich glaube, da haben ganz viele Menschen diese Angst, ihre Lebenszeit zu vergeuden und nicht das zu tun, wo sie eigentlich in ihrer Kraft sind. Und wenn ich den Pain noch mal ein bisschen weiter denke, ganz viele Menschen steigen ja indirekt aus dem Berufsleben auch aus durch Erkrankungen, die sie rauswerfen. Und da sind wir dann auch, glaube ich, auch bei den Key Partners, nämlich wo landen Leute, die auch vielleicht durch Krankheit, Burnout oder was auch immer ausscheiden. So, also je klarer der Pain des Kunden ist, desto besser kannst du adressieren, sowohl in der direkten Ansprache als auch eben über die Key Partner. Gut, genau. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch tiefer rein. Du kennst die Pains ganz gut und genau für alle, die jetzt hier so eine Canvas bauen wollen, möglichst konkret ausarbeiten. So, prima, danke. Jetzt gehe ich mal weiter in die Channels. Mal angefangen, so offline hast du noch Workshops und Vorträge mit Fragezeichen, so. Ja, das steht als Idee einfach an. Aber ich sag mal, Workshops ist das, was ich schon mache. Die mache ich online wie auch offline. Ich habe jetzt gerade einfach gemerkt, dass ich mehr Bock auf offline habe. Das glaube ich nämlich, in diese Richtung wollte ich nämlich auch gerade, weil ich glaube, dass ganz viel von deiner Kraft sich eher im Offline entfaltet und dass wahrscheinlich auch im Vertriebskanal offline auch ein wichtiger Punkt ist. Aber dazu kommen wir dann auch bei den Key Partnern. Ja. Aber jetzt nur, weil mir hier rein von der Optik auffiel, dass das noch ein bisschen wenig da steht. Und ich würde offline genauso stark gewichten wie online, glaube ich. Ja. Okay, gut. Und dann mal ganz banale Frage bei den Revenue Streams. Mehrwertsteuer oder nicht? Sind das Nettopreise oder Bruttopreise? Das sind Nettopreise, die sind aber im Moment noch Bruttopreise, sage ich mal, weil ich die Umsatzsteuer nicht angemeldet habe dieses Jahr. Okay, gut. Noch Umsatzsteuerbefreiung. Genau. Prima, so.
Und die Kundenbeziehung, Customer Relation, das ist schon sehr wichtig und gut, dass du die Beziehungsebene, die ja für jedes Coaching wichtig ist, hier hervorhebst. Extrem wichtig. So, und das ist, ja, also im Coaching ist ja Beziehungsebene genauso wichtig, glaube ich, wie die Inhaltsebene. Und jetzt lass mal ein bisschen konkreter werden. Wie sieht denn zum Beispiel die Kundenbeziehung aus, Relationship, wenn, ja, also vor dem Kauf in der Customer Journey und auch vielleicht nach dem Kauf in der Customer Journey? Ja, also da merke ich den Unterschied zwischen Offline und Online tatsächlich sehr stark, weil online gucken die Leute extrem lange. Es ist relativ schwer, finde ich jetzt. Vielleicht habe ich auch die Anfragen noch nicht richtig gefunden, das kann sein. Aber so zu greifen und dann auch wirklich ins Gespräch mit ihnen zu kommen. Wenn ich offline unterwegs bin und mich mit jemandem unterhalte über das Thema, dann kommt eigentlich relativ schnell, boah, das ist ja spannend, erzähl mal. Und ich habe da ja auch ein Problem, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die beruflich irgendwie unzufrieden sind. Das heißt jetzt nicht, dass alle wechseln wollen, weil viele fühlen sich trotzdem, ist denen ist Sicherheit so viel wichtiger, dass sie sagen, sie wollen da jetzt auch trotzdem nicht raus. Aber es schafft auf jeden Fall relativ schnell eine Vertrauensbasis im direkten Kontakt und dann kommt es auch schon immer mal wieder vor, dass jemand sagt, hey, du hast was von einem Workshop gesagt, ich hätte Interesse. Das passiert mir online selten. Da muss ich wirklich lange erzählen, weil ich auch nie weiß, wo kommt es an direkt. Richtig. So, und von daher kannst du nicht noch ein Format kreieren, wo du mit den Leuten enger in Kontakt kommst? Also, keine Ahnung, jede Woche ein Infoabend oder alle 2 oder 4 Wochen eine offene Stunde, zu der ich mich einloggen kann. Weil ich glaube, das lebt ja sehr, sehr viel, wie du es eben auch schon sagtest, von dem persönlichen Kontakt. Ist da jemand, der mich versteht, zu dem ich einen guten Draht habe, den ich im Endeffekt auch ein bisschen, ich sag mal, auf allen Ebenen wahrnehmen kann. So. Und von daher ist Customer Relationship nicht einfach nur durch Online-Kanäle abzubilden, glaube ich. Also jetzt nur durch Social Media Postings und Videos rauszuhauen. Das ist sicher ein guter Weg in dem Funnel, aber ich glaube, die Leute müssen dann irgendwo auch mit dir direkt in Kontakt kommen. Ja, da habe ich halt bisher nur die Kennenlerngespräche sozusagen so im 1 zu 1, also die Einladung. Aber das ist schon relativ, ich glaube, das ist schon relativ hochschwellig, weil das dann bin ich alleine mit der Person, die was zu verkaufen hat in einem Raum. Genau, und dann kann ich mich auch nicht verstecken, quasi hinter anderen und einfach nur mal schauen und nur mal hören und mal so ein bisschen ranfühlen. Also glaube ich, da bedarf es noch was dazwischen. So, Ja. also das wäre hilfreich. Ich weiß nicht, Ja, was das noch mal die anderen, wenn ihr vielleicht auch potenziell Kunden wärt. Genau. ist ja spannend. Stammtisch, Events, ja. Was fällt euch noch ein, was Nina machen könnte, um direkt mit den Kunden in Kontakt zu Stammtisch-Event. kommen? So. Steht hier, das ist auch cool. Genau. Wenn es regional ist. Wie gesagt, wenn es online ist, einmal irgendwie eine offene Stunde oder sowas regelmäßig. Aber ich glaube, da ist noch eine gewisse Regelmäßigkeit gut. Und dann eben die Leute vielleicht auch bewusst dahin zu bekommen oder dahin zu leiten. Channels weiterhin. Wie komme ich dahin? Wie melde ich mich da an? Also melde ich mich überhaupt an? Wie melde ich mich vielleicht für ein 1 zu 1 an? Ja. Hast du ein Calendly oder irgendeinen alternativen Link? Gibt ja. Ja, also bei Instagram habe ich quasi so ein Linktree hinterlegt, über den man auch entweder auf meine Webseite kommt, von da kann man sowieso buchen. Oder ich glaube, das ist sogar noch mal extra angelegt, so ein Kennenlerngespräch. Okay. Für alle, die jetzt irgendwie ein Terminvereinbarungstool nutzen, es gibt ja neben Calendly auch noch ein paar kostenfreie oder günstigere. Tidy Call ist eins, was ich nutze. 10 to 8, also 10, TO8. Und es gibt noch ein paar andere. Also googelt ruhig mal, wem Calendly zu teuer ist. Genau. Dann online finde ich Broadcast-Channels sehr persönlich, exklusiv zu mir innerhalb der Community bei Insta oder WhatsApp und Telegram. Genau. Weitere Kanäle, jetzt Fragezeichen, in der Kundenbeziehung auch. Wie sieht es aus mit Newsletter irgendwann mal einen Verteiler aufbauen?
Ja, also ich habe, glaube ich habe einen mit so 10 Kontakten. Gibt auch Okay. erst seit 2 Wochen, muss ich sagen. Oder Okay. seit 3, aber ich glaube, das Freebie, was ich kreiert habe, ist nur für die Visionsarbeitgruppe interessant und nicht für die berufliche Neuorientierungsgruppe. Deshalb ich gerade überlegt hatte, da einfach noch da noch mal was zu kreieren, was anziehender ist. Gut, also weil das wäre so nach und nach aufzubauen, weil du erwähntest ja deine Stammkunden dann auch. Ja. Und ich glaube, die dürfen ja immer wieder mal in Kontakt sein. Und vielleicht habe ich in einem Jahr wieder irgendwie ein Thema oder ich kenne jemanden, der ein Thema hat und muss einfach da in Erinnerung bleiben. Und das ist eigentlich der günstigste Kanal, um Leute zu erreichen. Also ja. Als Channels wäre weiterhin dann eben noch die SEO-Geschichte zu nennen, Paid Ads bei Google etc. etc. Also es gibt eine Unmenge an Channels und es ist immer zu gucken, welche nutze ich, welche nicht. Ich will jetzt nicht alle durchdeklinieren. Ich glaube einfach nur, alles, was dazu hinführt, dass Nina mit Kunden in Kontakt kommt persönlich, ist wichtig und hilfreich. Okay. So, dann lasst uns doch mal weiterschauen, Lia, jetzt auf die rechte Seite. Und wie gesagt, wem was einfällt, bitte in den Chat. Noch an Ideen, an Ergänzungen. So, dann hast du hast links angefangen, hast gesagt, bei deinen Key Partners und Activities. Okay. Also So. genau, sorry. Nee, also das kannst du nicht sagen, aber ich meine, es ist auch grob. Also relativ übersichtlich. So, Ja. und da bin ich jetzt wieder bei dem Pain auf der rechten Seite. Und deshalb habe ich ja gesagt, lass uns mit dem Pain auf der rechten Seite anfangen. Weil links wäre jetzt die Sache, wo landen solche Leute mit diesem Pain? Sind die vielleicht auch beim Heilpraktiker oder beim Physiotherapeuten? So, weil eben Verspannung, Nacken, Rückenschmerzen, keine Ahnung. Also es geht ja alles damit einher. Wenn ich unglücklich mit meinem Job bin und vielleicht irgendwo in der Falle, wo ich denke, ich komme kaum noch raus, und sich Krankheiten andeuten. So. Also Multiplikatoren finde ich extrem wichtig, hier noch in diese Richtung zu denken. Definitiv Yoga-Studios, das passt perfekt. Vielleicht kannst du da auch ein Event machen, irgendwann mal. Ja. So, oder machst du das schon? Workshops. Also Workshop. ich halte jetzt in Mainz im Yoga-Studio einen Workshop als nächstes. Okay, gut. Ich meine, die Yoga-Studios haben ja auch alle irgendwann mal ein, zweimal im Jahr Tag der offenen Tür, Sommerfest, sonst irgendwas und vielleicht da auch irgendwie eine Keynote mal zu halten, überall, wo du eben Sichtbarkeit bekommst. Vielleicht sind sogar Ärzte ein Thema, Frauenärzte. Wir waren beim Customer-Segment. Wäre für mich zum Beispiel auch eine Frage, sind Männer oder Frauen bei dir im Fokus? Also ich arbeite mit beiden, aber ich tendenziell kommen eher Frauen auf mich zu. Hätte ich jetzt auch getippt, aus zweierlei Gründen. Nummer eins, beschäftigen sich Frauen mehr und lieber mit diesem Thema, während Männer da eher pragmatisch sind und nicht so tief reingehen wollen oftmals. Und zum Zweiten glaube ich, dass Männer sich tendenziell männlichen Ansprechpartnern und Frauen weiblichen. Also Ausnahmen gibt es immer und das ist, jetzt will ich nicht Stereotyp werden, aber ich glaube, dass du 70, 30, 80, 20 eher Frauenschwerpunkt haben wirst. Und von daher würde ich das auch nochmal hier bei den Key Partners, Multiplikatoren berücksichtigen. Und natürlich auch in deinen ganzen Außenauftritten, dass die eben besonders vorrangig Frauen adressieren. Ja. Also. Was haben wir noch oder fallen euch noch genau noch Beispiele ein? Natalia schreibt noch ein paar B2B-Punkte. Okay, können wir auch noch gerne, wenn noch Zeit ist, darf Nina dann sagen. Gut, also hier Key Partners, da geht noch mehr und da wäre ich noch aktiver und die Kosten, die zu aktivieren als Empfehlungsgeber, jetzt sind wir nur bei Empfehlungsgebern, kostet dich Zeit, aber wenig Geld. Nummer zwei an Key-Partnern wäre ja, wie du eben auch gesagt hast, ein Yoga-Studio, also wo du Räumlichkeiten nutzen kannst, wo du einen Workshop hältst, also Key-Partner im Sinne von Infrastrukturanbieter. Und bei anderen Geschäftsmodellen sind Key-Partner eben auch Lieferanten, Kooperationspartner oder sowas. Wo kaufe ich gut ein, günstig, zuverlässig, qualitätsgesichert? Oh. Also wäre sowas wie jetzt ein Alnatura zum Beispiel auch sowas, wo ich
Dann könnte die Zielgruppe tendenziell unterwegs sein, zumindest die kaufkräftige. Okay. Genau da. Und da würde dann Flyer sich gut machen, glaube ich, würde gut hinpassen. Oder was auch immer da Aufmerksamkeit erregen kann. Ja. Ja, okay. Und Okay. Key Activities. Hast du eben die Social Media Kanäle, LinkedIn, genau, Community aufbauen. Was heißt Community aufbauen? Was machst du da alles? gute Frage. Es wird immer so gesagt, gell? Community Ja, genau. aufbauen. Also ich habe vom Gefühl her, habe ich das, denke ich, dass irgendwie der größte Community-Aufbau tatsächlich durch meine Mastermind stattfindet, weil ich da sehr treue Menschen habe, die mitgehen. Die sind zwar, ich sage mal, ich habe wenige Kunden, aber ich habe das Gefühl, die, die da sind, die bleiben dann auch häufiger für längere Zeit. Und das fühlt sich an wie Community. Bei Instagram fängt es gerade so ein bisschen an. Also ich bin da jetzt seit einem Jahr ungefähr. Und da kommen so die ersten, die immer mal wieder auch schreiben oder die irgendwas von mir einfach in ihre Story mit reinnehmen und sagen, hey Leute, guck mal, das ist spannend oder so. Ja. Also wirklich, entweder schaffst du Events und du hast jetzt schon gesagt, dass das nicht so einfach ist, oder wenn du es online betreibst, ich meine, Facebook ist out, old fashioned, ich weiß, aber wenn was in Facebook funktioniert, sind es dann eben auch noch Gruppen. Ja. Da leiten auch viele Coaches hin, in Facebook-Gruppen dann immer oder nutzen das. Also das wäre schon noch eine Überlegung in dem Fall. Und genau, Ressourcen, Online-Tools, Workshops, Netzwerk vor Ort, Stammkunden. Stammkunden, wie incentivierst du deine Stammkunden zur Weiterempfehlung? Ja, also die machen das einfach. Gut, okay, du sagst, ja, wunderbar. Ich muss sie gar nicht bestechen bisher. Sehr gut. So, Key Resources wären für, in deinem Fall für mich weiterhin deine Reputation, Online-Reputation. Du musst gut auftauchen mit vielen Sternen, vielen positiven Testimonials, auch bei LinkedIn, bei Google in den Bewertungen oder welche Plattform du auch immer nutzt. Aber deine Online-Reputation, deine Bewertungen etc., das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Ressource, die gepflegt werden muss. Weil ich sehe dich, ich nehme dich wahr auf Social Media oder wo auch immer oder persönlich. Wenn ich dich online sehe, würde ich auf jeden Fall immer nach Bewertungen schauen. Weiß nicht, wer von euch das macht, aber die meisten wahrscheinlich. Wenn ich dich offline wahrgenommen habe, dann würde ich es wahrscheinlich tun. Online würde ich es auf jeden Fall tun und das muss mich dann überzeugen, was da steht. So. Und im besten Falle eben auch, dass du Leuten mit einem ähnlichen Pain eben auch geholfen hast. Also, das wäre eine wichtige Ressource. Und die Hauptressource ist deine Zeit. Oh ja, das stimmt. Ja. Wie kriegst du dein hohes Maß an Effizienz rein? Will ich jetzt nicht als Thema aufmachen, aber das ist im Endeffekt für alle Dienstleister, alle, die vom Geschäftsmodell Zeit gegen Geld tauschen, die Hauptressource und die darf gepflegt werden. Und das ist der große Schatz, der möglichst effektiv eingesetzt werden darf. So. Ja, und die Kostenstruktur, genau, da hast du deine Tools, da hast du Räume, die du wahrscheinlich nicht fest, sondern vielleicht auch nur für Events buchen kannst, vermute ich mal. Genau, und du als Hauptkostenblock, nicht nur deine Krankenkasse, sondern alles, was mit deinen Lebenshaltungskosten zu tun Ah hat. ja. Und wenn du weitergehst, um Social Media Reichweite aufzubauen, alles, was du im Paid Ads Bereich machst, alles, was du eben an den Meta-Konzern oder an den Google-Konzern an Werbung rüberschiebst, um Reichweite aufzubauen oder um gefunden zu werden. Ich glaube, das wird auch tendenziell, wenn du größer wirst oder wenn du das verstetigst, sage ich mal, auch ein wichtiger Kostenfaktor sein. Okay. Genau, im Chat kam noch, wenn Frauen Zielgruppe sind, Kindergärten, Kundengewinnung. Ah, das ist auch eine tolle Idee. Super. Danke, Christine. Okay. Was fällt euch noch ein? Jetzt bin ich einmal kurz mit Nina einmal das Geschäftsmodell durchgegangen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, das war jetzt deutlich schneller, effizienter, als wenn man, ich sag mal, einfach mal über das Business spricht. So, hier hat man es schön schon mal geordnet, gegliedert, sieht, wo geht man in die einzelnen Dinge rein.
Weiterer oder jetzt noch weitere Ideen oder Fragen oder Ergänzungen? Sonst würde ich noch mal kurz vielleicht in den B2B-Bereich reingrätschen wollen, weil das wurde hier auch mehrfach erwähnt. Ich hätte noch eine Idee. Ja. Es gibt ja auch Beratungsunternehmen, also ich sag mal große Coaching-Unternehmen. Könnte man ja auch anfangen, sozusagen ein Netzwerk aufzubauen oder halt Kontakt zu knüpfen und Aufträge zu übernehmen, weil die in der Regel ja auch alle in der Regel mit Freiberuflern arbeiten. Das ist ein super Punkt, ist vom Geschäftsmodell dann eben aber anders. Dann akquiriere ich nicht mehr selbst, sondern bin Auftragnehmer bei jemandem. Aber als Ergänzung, um ein zweites Standbein aufzubauen, definitiv. Ja, also als Idee hatte ich das mit der AVGS-Gutschein, weil ich mit denen auch ein bisschen Erfahrung habe aus einem meiner Jobs, da zu gucken. Aber da muss ich quasi an eine Firma ran, die zertifiziert ist, weil ich glaube, selber könnte ich mir die Zertifizierung nicht leisten. Und da, wo ich jetzt geschaut hatte, suchen sie gerade nicht mehr. Aber ja. Ja, aber das durchaus auch. Und das gibt nochmal, wie gesagt, eine ganz andere Auslastung, auch eine Regelmäßigkeit wahrscheinlich dann auch rein. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Dankeschön. Gucke ich mich nochmal um. So, also ihr seht, es gibt noch viel zu tun und so ein Geschäftsmodell entwickelt sich immer weiter. So. Natalia, zum B2B-Bereich und B2B-Segment. Was war da? Wo landen die Leute mit ihrem Pain? Wie übersetze ich die Fragen in ein B2B-Business? Sag kurz, was dein Business ist für alle. Ich weiß es, aber. Gerne. Ich biete als externe das betriebliche Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen an. Das heißt, ja, die kaufen mich ein, damit ich ihnen helfe, innerhalb vom Unternehmen eine Struktur aufzubauen, um einen gesunden Arbeitsmodus zu finden, regelmäßige Anwendungen. Also das ist total individuell gestaltbar und ist auch von Unternehmen zu Unternehmen total unterschiedlich, was wirkt, was gewünscht wird und so weiter. Aber es dreht sich alles um Gesundheit. So. Und was ist der Pain? Also du hast ja im Endeffekt zwei Personas, einmal die Mitarbeitenden und dann aber vor allem die Person, die es kauft, nämlich im Unternehmen, die Zuständige. Das heißt jetzt Inhaber, Genau. Abteilung oder wer auch immer. Ja. Ja, also für die Unternehmen natürlich vor allem die hohen Personalkosten, die dadurch entstehen, dass halt viele Krankheitstage entstehen. Dann ist es natürlich, dass sie als Mitarbeiter häufig dann auch unattraktiv sind, weil das ist ja so ein kleiner Teufelskreis, ne? Viele sind krank, das heißt, die anderen müssen immer alles übernehmen. Das heißt, die sind dann auch ausgelaugt. Das heißt, die wandern dann auch ab, haben dann auch keine Lust mehr auf den Arbeitgeber, die Stimmung wird schlecht und ja, so setzt sich die Spirale halt nach unten fort. Exakt. Also den Pain hast du schon ziemlich klar rausgearbeitet. Also Krankheitstage, Fluktuation, dann der ganze Teufelskreis, die Spirale, die daraus entsteht. So. Ja, und dann ist die Frage, wo finde ich die mit dem Pain? Genau. Charakteristika von B2B im Vergleich zu B2C ist, dass es davon weniger gibt schon mal. So. Das ist Nummer eins. Und deshalb auch die Ansprache ein Stückchen weit anders erfolgen kann. Also ich glaube, eine Präsenz bei LinkedIn ist hilfreich, aber der Vertrieb läuft schon über den direkten Kontakt. So, und dann ist die Frage, wo schaffst du es mit, ich sag mal, du sagst jetzt KMUs, mit den kleinen mittelständischen Unternehmen direkt in Kontakt zu kommen. Kannst du Unternehmerstammtische, Verbände, sonst irgendwas besuchen? Kannst du Events anbieten? Kannst du Leute dahin leiten? Also entweder selbst sprechen auf irgendwelchen Veranstaltungen, Unternehmerveranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, whatever. Manchmal vielleicht auch auf Messen einen Speaker-Slot zu bekommen bei der IHK, bei der Handwerkskammer oder wo auch immer. Aber Kammern wäre für KMU, glaube ich, ein guter Ansatz. Mal, wie bitte, was war das letzte? Kammern, also IHK, Kammer, Handwerkskammer, ja. Innungen, sowas. Also überall Unternehmerverbände. Jetzt kann man dann noch ein bisschen branchenspezifisch gucken. Hast du auch noch ein bisschen Branchenfokus oder bist du ganz breit auf alle aufgestellt? So. Aber das so als Ja, und ja. So. Genau. Gibt es noch was, was ihr an Ideen habt? So. Also, vielleicht jetzt Personalerveranstaltungen wäre noch ein Ding.
wo Personaler, HR-Mitarbeiter hinkommen. Meetups vielleicht für Personaler könnte ich mir in Frankfurt vorstellen, jetzt ohne dass ich geschaut habe, aber ich würde nach Meetups auch mal schauen. Ja, und im Notfall eben auch Direkt- und Kaltakquise. Ich hätte noch eine Idee, ich habe es gerade auch schon reingeschrieben, aber gerade weil du ja wahrscheinlich auch viele Kontakte aus deinem vorherigen Beruf hast mit der Physio, die, also in Anführungszeichen ist ja nicht wirklich kalt anrufen, weil man kennt sich ja irgendwie, aber einfach andere anrufen, um zu sagen, was du jetzt machst, um quasi sie auf den neuesten Stand zu holen. Und könnte man auch direkt fragen, seht ihr Bedarf oder kennst du jemanden, der da Bedarf sieht oder so? Also so habe ich das von anderen schon mitbekommen, die gerade im B2B-Business was neu kreiert haben und dann einfach ihr ganzes Umfeld erstmal abgeholt haben, so nach dem Motto, hey, ich mache das jetzt, damit sie es auch ja mitgekriegt haben. Und genau. Und noch eine Idee für Multiplikatoren. Ich meine, wer weiß immer Bescheid, wie es dem Klein- und Mittelständler geht? Der Steuerberater. So. Und die Vertrauensrate ist ultra hoch. Und ich habe mal eine Statistik gesehen, dass die Trennungsrate vom Steuerberater geringer ist als die vom Ehepartner. So. Von daher wäre einfach auch ein Thema, vielleicht mal Steuerberater irgendwie, wo du einen Kontakt hast, wo du selbst Kunde bist oder wo du über eine Empfehlung hinkommst, zu generieren. Und die wissen ziemlich genau, wie es ihrer Mandantschaft geht, weil sie auch die Zahlen sehen. Und was in dem Bereich natürlich noch ein Ding ist, auch die Zuschüsse zu spielen, die es ja auch für BGMs-Maßnahmen gibt.